Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Thermomix. Wir machen heute einen Klassiker und zwar ein saftiges Dinkelmöhrenbrot. Wenn ihr denkt, das Brot machen schwierig ist, dann habt ihr euch getäuscht. Ich zeige euch heute, wie einfach das geht. Wir brauchen einmal Dinkelkörner oder Weizenkörner, Möhren oder Kürbis, Hefe, Wasser, Naturjoghurt, Sonnenblumenkerne und Salz. Los geht's mit der Kastenform, die muss ich erstmal einfetten. Insgesamt brauchen wir 500 Gramm von den Dinkelkörnern, aber wir machen das jetzt in zwei Durchgängen, weil wir wollen ja, dass es optimal gemahlen wird. Und deswegen gebe ich jetzt erstmal 250 Gramm in den Mixtopf. In einer Minute ist das jetzt gleich Dinkelmehl. Das gebe ich jetzt erstmal hier in die Schüssel hinein. Den ersten Teil des Mehls. Und genau das gleiche Prozedere machen wir jetzt nochmal mit den restlichen 250 Gramm Dinkelkörnern. Und das gebe ich jetzt zum restlichen Mehl dazu. Im Mixtopf zerkleinere ich gleich die Möhren, dazu schneide ich sie in Stücke. Wenn ihr sie in Bio-Qualität gekauft habt, dann könnt ihr sie auch mit Schale verwenden. Und von der Größe achtet einfach darauf, dass sie einmal hier durchpassen müssen. Dann ist es perfekt. 200 Gramm brauchen wir von den Möhren. Die Möhren sorgen übrigens dafür, dass das Brot so richtig schön saftig wird. Wenn ihr das Brot im Herbst oder Winter macht, könnt ihr stattdessen auch sehr gut Kürbis nehmen. Auch sehr lecker. Was ist eigentlich euer Lieblingsbrot? Verratet mir das doch mal in den Kommentaren. Die Möhren zerkleinern wir für 5 Sekunden auf Stufe 8. Und dann sieht das Ganze so aus. Perfekt. Im nächsten Schritt gebe ich das Dinkelmehl in den Mixtopf. Und jetzt gebe ich einen 40 Gramm Hefewürfel hinein. Wer keine frische Hefe hat, kann auch Trockenhefe nehmen. Vom Wasser brauche ich 300 Gramm. Weiter. Als nächstes kommen 100 Gramm Naturjoghurt in den Mixtopf. 100 Gramm Sonnenblumenkerne kommen dazu. Und dann würze ich noch mit 2 Teelöffel Salz. Wer es gerne besonders würzig mag, kann jetzt noch einen halben Teelöffel vom selbstgemachten Brotgewürz dazugeben. Und dann geht's los mit Kneten. So, und den Teig kneten wir jetzt für 4 Minuten, beziehungsweise das macht der Thermomix für uns. Die Kastenform habe ich ja schon eingefettet, da gebe ich jetzt direkt den Teig rein mit dem Spatel. Damit ich die Reste auch noch rausbekomme, schleudere ich den einmal kurz im Turbo. Die Reste hole ich auch noch raus. Okay, dann verstreiche ich den Teig einmal in der Form. Der Teig muss jetzt mindestens 30 Minuten gehen. Ich lege nochmal ein Küchentuch drüber und dann stelle ich es an einen warmen Ort. Da kann die Hefe am besten gehen. Der Teig ist richtig schön gegangen. Jetzt kommt er in den Backofen. Den habe ich schon auf 200 Grad vorgeheizt. Und das Brot müsst ihr jetzt auf 200 Grad 10 Minuten vorbacken und dann stellt ihr runter auf 180 Grad und backt nochmal für weitere 50 Minuten. Das Brot ist fertig gebacken und ich habe es jetzt auch abkühlen lassen. Das heißt, ich hole es jetzt direkt so aus der Form raus. Ja, super. Ich würde sagen, wir schneiden das direkt mal an und ich probiere es. Wow, oh, schaut euch das mal an, wie saftig das ist. Krass, das ist extrem saftig. Ich habe mir jetzt noch Butter drauf gestrichen und Heidelbeerkonfitüre aus dem Thermomix drauf gemacht. Es schmeckt saftig, frisch, also besser geht's nicht. Das ist echt so. Wahnsinn. Das würde ich selber so mit meinen Händen nicht hinkriegen. Toll. Habt ihr Lust bekommen auf noch mehr Rezepte? Dann könnt ihr hier klicken oder auch hier. Hier gibt's auch was Leckeres. Und wenn ihr unsere neuen Videos jeden Donnerstag nicht verpassen wollt, dann einfach hier den Kanal abonnieren. Mit nur einem Klick, kostet auch nichts und ich kann versprechen, es wird sehr lecker. Ich freue mich auf euch. Ciao.